Drop. So, und dann hätten wir schon mal unsere ersten 4 Fässerchen. Das sind ganze Fässer. Ja, okay, aber... So, sanft gelandet. In den Fässern ist nichts passiert. 1, 2, 3, 4. Und weiter geht's. Bom, 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 bom. Ah. Dort hinten sind ja quasi schon mal 3. Dann sammeln wir diese 3 schon mal ein. Vorbei an Johnny Thunder. 1. Nicht zu schnell. Das war zu schnell. Jetzt bremst doch ab, meine Güte. Ah. Was das für ein Krampf ist manchmal. Ach, Leute. Ah. Nee, so, jetzt aber. Danke. Oder vielleicht hat so eins dieser Dinosaurierviecher die Teile. Vielleicht muss ich die abschießen. Na, 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 komm, komm. Wir haben noch 2 Minuten für das letzte. Und das ist irgendwo hier unten. Nee, da oben. Oha, okay. Okay, dann fahren wir halt nach oben. Hoffentlich macht er die Steigung mit. Was soll denn das? Wieso macht ihr das nicht mehr mit? Ah, halt etwas Anlauf. Das dritte Leistungsupgrade war zu viel. Ich verstehe es nicht. Bam, 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 bam. Soweit? Doch nicht. Gerade noch die Kurve gekriegt, wie man so schön sagt. So, dann wären wir auch hier, hätten das vierte und können jetzt Holter die Polter abliefern. 1, 2, 3, 4, wir haben 8 Stück eingesammelt, wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon laut den Steinen zumindest ein Drittel des Spiels geschafft. So. Viertes Leistungsupgrade. Wir sind total schnell. Wir werden die schnellsten im Universum sein. Und wir werden jetzt erstmal speichern. Wir werden jetzt speichern. Und dann geht es nachher weiter bei LEGO Racers 2. Da mache ich nämlich auch wieder einen kleinen Cut. Dann werdet ihr sehen, dass wir... dass sich in unserem Foyer schon etwas getan hat. Wir haben ja nämlich... 2 Rennen gewonnen und haben 2 Bonusspiele freigeschaltet. So. 1 abgehakt, 2 abgehakt. Hier rechts seht ihr, wir haben 2 abgehakt und hier haben wir auch schon 2 Bonusspiele. So. Yes. Hey Kumpel, bla bla, ja, halt die Backen. Brauchst du Hilfe? Ja, ich möchte speichern. Danke. Sicherlich. Spiel gespeichert und damit sage ich, ciao Leute, bis zum nächsten Mal bei Let's Play LEGO Racers. Tschö. Weiter geht's, liebe Leute, und nicht mit dem Erforschen, weil das haben wir beim letzten Mal ja schon grandios nicht hinbekommen, den letzten Stein zu finden. Darum versuchen wir uns jetzt erstmal an den nächsten Rennen. Das Plateau ist ziemlich hoch, Lego Sucks. Sieh lieber nicht nach unten und denk nicht einmal daran, dass du abstürzen könntest. Genau. Da, 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 gib Gas, gib Gas. Turbo! Jawoll! Herzerweichend. Und wir ziehen davon mit 4 Leistungsupgrades. Und sind so leise wie ein Ninja. Nichts kriegt uns mit, außer wenn wir Raketen zünden.
oder ähnlich Verwerfliches tun. Hier, wie ein Ninja, sind wir unsichtbar. Keiner hört uns. Dam, bam, 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 bam. Müssen wir nur die Kurve kriegen? Nein, nicht zu gut. So, bäh. So. So, wo ist denn hier der nächste Checkpoint? Oh, au, au, au. In die Mangel genommen. Kreuzfeuer. Schlimme Sache das. Und auf geht's nach oben. Ohne Haftung. Wir fahren jetzt zwar fast mit 100 km/h hier hoch, aber haben keine Haftung. Wow, und wir haben Grafikfehler. Hilfe. Das ist gar nicht gut, dass wir... Nein. Oh, es gibt hier zwei Heilanstalten, sag ich mal. Aber eins ist ein... Nein, 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 nein. Ach, wie nett, wie nett, wie nett. Ah, ich bin trotzdem noch Erste. Das ist nett, dass die einen zumindest zurücksetzen. Ich habe gerade schon Angst gekriegt. Dann hätte ich das Rennen nämlich vergessen können. Yay, zerstören wir unser eigenes Fahrzeug. Huh. Schuss der Tron-Diskus. Bam, 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 bam. Ninja Time. Yes. Und wir sind in der letzten Runde angekommen. Und wir sind leider nicht mehr so leise wie ein Ninja, weil mittlerweile hört man unser Raupenfahrzeug. Allerdings sind wir jetzt trotzdem weit voraus. Und wenn ich sage weit voraus, dann meine ich ziemlich weit voraus. Wir haben alle Zeit der Welt. Lassen uns reparieren. Yay! Wir sind wieder ganz. Danke! Yeah, zweimal Discos. Mega Misco Disco. Disco. Ach je. Ich frag mich immer noch, wo der letzte goldene Stein ist, den man hier finden kann, sollte. Weil den würde ich halt gern haben, den würde ich gern finden. Badaladaladam. Ich habe so das Gefühl, dass es hier gleich... Nein, 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 nein. Boah. Das Spiel gibt mir noch einen Herzkoller. Wow, und das ist senkrecht nach oben geflogen. Flieg und Sieg mit 100 km/h. Ja, damit können wir zumindest cool driften, weil wir keine Haftung haben. Hehe. So, und damit hätten wir auch dieses Rennen fabulös geschafft. Mit einer Bestzeit von 1 Minute, 51 Sekunden und 93 Hundertstel. So, erstmal wieder Tee eingießen. Weil gleich muss ich dann bestimmt auf Toilette rennen. Aber währenddessen schauen wir uns nochmal die Platzierungen an. Mit schöner einheimischer Musik. Und dem Grollen des der Osterinseln hinter uns. Nein, falsche Richtung. Da lang. Zack. Im Dschungel kann man sich verirren, ja. Das brauchen wir nicht lesen, das dauert nur wieder zu lang. Komm, Start. 1, 2, 3 und los geht's. Jetzt sind wir wieder so leise. Wow, wow, wow. Jo. Ach Gott. Das bewahre ich mir jetzt erstmal auf. Falls irgendwann mal eine Rakete auf uns zugeflogen kommt,
Wow, wow, wow. Das war knapp. Und wir haben jetzt... Wir sind nicht mal eine halbe Minute gefahren und haben schon übermäßig viel Abstand vor den anderen. Meine Güte, was ist bei denen denn passiert? Ach je, das soll uns nicht stören. Denn dann haben wir freie Fahrt. Boah, da muss ich jetzt ordentlich bremsen. Weil, da wir ja keine Haftung besitzen, müssen wir mit dem Lenken etwas aufpassen. Yes. Mit 110 km/h rauschen wir durch das Wasser. Hopp, 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 hopp. Komm, krieg die Kurve. Ja, gut gemacht. Und auch hier gibt es zwei Spots zum Reparieren. Was sagt ihr eigentlich zu unserem Raupenfahrzeug? Ist das toll geworden? Toll gemacht? Um die Ecke, um die Ecke. Genau. Müssen wir die Kurve hier aber wieder so komisch nehmen. So. Das war knapp. Das auch. Und ai. Boah. Puh. Boah, Hilfe. Okay, ohne Haftung ist es schon ziemlich scheiße zu steuern an manchen Stellen. So. So, so, zack, so. Unsichtbar. Wir überrunden gleich auch schon den 8. Platz. Was für eine Scham. Naja, aber dieses Rennen fahren wir auch nur über 2 Runden. Das heißt, sie ist zwar... Boink. Zwar einer der längsten Strecken. Autsch. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Reicht das zum Wiederganzmachen? Nein. Uns fehlt unsere rechte Lampe. Hier machen wir die Osterinseln kaputt. Krachbomb. Krachbomb-Ente. Von Darkwing Duck oder... Nein. Egal. So, 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 so. Unsichtbarkeit. Keiner sieht uns. Nicht mal wir uns selbst. Das mag ich bei manchen Spielen auch nicht, dass die Unsichtbarkeit manchmal so krass ist, dass man nicht mal mehr seinen eigenen Spieler sieht. Oder eigenen Charakter, Fahrzeug oder je nachdem, was man gerade für ein wunderbares Spiel spielt. Und wir rauschen da durch! Peng! Hossa! In der ersten Runde waren wir um einiges schneller. Ach, hey, Jemini. War bestimmt wie in den Turbostart. Bam, 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 bam.